Ja. Yeah. Ich hätte vorher vielleicht das Fenster anklicken sollen, dass die Musik kommt. Egal. Jetzt haben wir es wenigstens so. Also die Crew kann man jetzt hier auswählen. Man kann ja verschiedene Crewmitglieder auswählen. Was ich gesehen habe ist, ja, die haben zwar gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel der eine kann gut erkunden und so. Also der hier zum Beispiel. Konzerndirektor. Ist es Konzerndirektor? Aha, okay. Auf jeden Fall haben die immer gewisse Items dabei. Und der hat ein Bergungsset mit dabei. Da kann man, wenn man jetzt einen Wrack erkundet, einmalig, nur einmalig, kann man bei der Wrackerkundung kann man anklicken, zack, benutzen und dann, ich glaube, dann ist es erfolgreich oder ist erfolgreich her. Das habe ich noch ganz rausgefunden. Auf jeden Fall ist der ganz cool. Aber als erstes nehme ich nicht, als erstes nehme ich die hier. Genau. Die ist die Kirsten Barrasso, ist die erste. Die Kirsten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wer das glaube ich da war. Miriam. Die Miriam ist die Freundin oder Frau von Andy, dem Entwickler. Das finde ich so cool. Deswegen kommt die auf jeden Fall auch mit. Die hat zwar nur ein Notsignal, aber ich weiß nicht. Vielleicht bringt es uns ja was. Ich weiß nicht genau, was das bringt mit dem Notsignal. Okay, da steht auch nichts dort, aber ist ja wurscht. Okay, wir nehmen auf jeden Fall den nehmen wir nicht mit. Ungezieferspray, das scheiße ich an. So, wir nehmen den mit. Der Bergungskollege. Jetzt haben wir noch einen Platz frei. Nehmen wir entweder die. Naja, Bloggerin. Ich weiß nicht, ob das was bringt im weiten Weltraum. Keine Ahnung. Die weiße Pille. Theoretischer Physiker. Dieser Botaniker. Botaniker ist eigentlich nie verkehrt. Da gibt es eine Rasse, das sind so botanische Pflanzen. Aber die ist Ingenieurin, das ist eigentlich besser. Ersatzteile für die Reparatur von Geräten ist normalerweise Ersatzteile für den Lander. Das ist ein ganz wichtiges Gerät. Ich glaube, die nehmen wir mit dazu. Der wäre auch ganz cool. Der kann nicht wirklich umfassende Reparaturen am Landemodul machen. Testpilot. Der wäre eigentlich ein super Pilot. Aber man weiß immer noch nicht, also ich weiß zumindest nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, ob man hier diesen Testpilot einsetzt für den Lander. Das ist so dieses Erkundungsgerät für den Weltraum. Wieso da Dings, da wirst du der Pathfinder zum Beispiel vom Mars. Nur bemannt eben. Also das, ob das einen Unterschied ausmacht, ob man einen Testpilot einsetzt oder ob man hier irgendjemand einsetzt, eine Bloggerin zum Beispiel. Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Das ist noch eine Archäologin. Archäologin wäre ziemlich geil gegen, also für Ruinenerkundung. Das wäre auch ziemlich geil. Aber ich glaube, ich nehme den Testpilot. Der Malcolm Winters. Vor allem, der hat jetzt ein tolles Reparaturset fürs Landemodul. Der kann die Hülle wieder verstärken, wenn sie kaputt ist. Das ist schon was wert. Das ist schon was wert. Wir nehmen das. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, ob ich hier eine Verstärkung... Ja, ich habe eine Verstärkung eingestellt. Ich wollte gar keine Verstärkung. Ich werde mal kurz entfernen. Jetzt hört sie mich etwas leiser. Das ist auch gut so. Früher habe ich bei OBS nämlich immer eine Verstärkung eingestellt fürs Mikrofon. Aber mittlerweile brauche ich es nicht mehr. Ich habe es nahezu perfekt eingestellt, sage ich jetzt mal. Wenn die Musik vom Spiel auch passt. Die muss ich öfters mal anpassen. Aber das Mikrofon übersteuert auch nicht mehr und so. Hauptsache macht die Verstärkung aus und jetzt ist sie nämlich aus. So, wir gehen weiter. Wir haben jetzt unser Team zusammen. Oder? Kommt noch eins? Nee, geht nicht. Okay. Wir setzen jetzt unser Schiff ein. Wir haben drei Schiffe zur Auswahl. Einmal die mittelmäßige ISS Ulysses. Man sieht schon, ja, die Werte sind nahe im Mittelmaß. Wachtraum ist eigentlich ziemlich groß. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich wollte die eigentlich schon immer mal benutzen. Ich habe nämlich jetzt immer die hier genommen. Die Endurance. Die Endurance hat nämlich einen großen Treibstofftank. Man sieht es auch in der Mitte. Riesige Treibstofftanks, ziemlich geil. Und
Das hier ist das Wohnmodul anscheinend, dieser Kreis. Ja, die wird mir schon taugen. Die können halt nicht so weit springen, aber das ist scheißegal. Das macht nichts. Manövrieren können sie halt schlecht. Treibstofftank wäre halt schon cool. Und die Ulysses? Naja, 4 von 5. Wir nehmen mal die Ulysses. Ich nutze die mal. Auf jeden Fall nach der Endurance kommt nämlich das kleinere Teil. Es ist die Discovery. ISS Discovery. Ja, die hat eine schlechte Außenhülle, klar. Die muss ich halt von... Muss ich eben von so Kämpfen fernhalten. Die muss abhauen. Treibstofftank ist auch gering. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, weil man bekommt es da nicht voll. Und wenn man halt so ein kleines Lager hat, so einen kleinen Frachtraum hat, dann hat man echt ein Problem, wenn dann mal eine längere Zeit keine Dings kommen, keine Gase kommen. Die Gase sind zur Treibstoffgewinnung da. Ich kann nicht weit springen, aber naja. Wir nehmen die mittlere, die Ulysses. Wir nehmen die. Machen wir so. So. Okay, dann nehmen wir das Landemodul. Können wir jetzt auch wieder wählen. Wir haben 3 zur Auswahl. Das ist wieder das Mittelmaß. Das hier ist so ein Panzer praktisch. Außenhüllenstärke ist top. Treibstofftank nicht so. Müssen wir vielleicht öfters hin und her tingeln. Wäre aber mal ganz cool auszutesten. Auf jeden Fall ist wichtig, dass die Außenhülle stark ist. Schade ist, dass keine Steckplätze, dass wenig Steckplätze sind. Frachtraum ist okay. Wir nehmen mal die Serenity, die habe ich bisher immer gehabt. Die ist ganz cool, weil Außenhüllenstärke top. Treibstofftank auch 4 von 5. Ja, 4 von 5. Bohreffizienz muss sein, ist gut. Sonneneffizienz passt und Gerätesteckplätze sind 3 von 4. Bekommt man schon was rein, dann muss man einkaufen. Aber wenn man es erstmal geschafft hat zu überleben, dann kann man das Ding ordentlich vollstecken. Deswegen nehmen das. Das ist am besten. Ja. So. Dann machen wir einen Seed. Firefly. Seed Firefly ist ja witzig. Der ist vorgegeben. Das haben wir jetzt nicht eingegeben oder so. Der Seed Firefly. Na, wir nehmen den Seed. Parrot. Er sieht Parrot. Yes. Mal gucken, was uns da erwartet. Und dann Start. So, wir haben jetzt hier Schwierigkeitsgrad Abenteuermodus. Das hier ist die Quest-Dings, oder? Ja, das ist der einfachere Modus. Ach nee. Story-Modus. Story-Modus, das ist das Ding, was jetzt neu dazu hinzugefügt haben. Story-Modus. Für neuere Spieler. Ermöglicht dir, die Galaxie zu erkunden. Höhere Fehlertoleranz bei Landemissionen. Nö, so lange. Obwohl. Ich muss schon sagen, so Landemissionen sind echt übel. Weniger Gefahren und weniger Schwerkraft auf Planeten. Also, es wird schon viel ausmachen, wenn nicht ganz so krasse Schwerkraft ist. Weil es ist echt demotivierend oft. Ja. Ich glaube, das machen wir. Wir machen jetzt Story-Modus. Das ist besser. Es ist nicht so, dass ich kacke bin mit dem Spiel, aber das Spiel ist bekannt dafür, dass es gnadenlos ist. Und man kann es gerade so schaffen, dass man überlebt, aber es ist echt schwierig. Wir lassen das so. Wir machen den Story-Modus. So. Wir machen das Tutorial mit dazu. Ja, wir machen es dazu. Wir wollen ja auch was sehen. So. Jetzt geht's los. Ich mag das Spiel so, das ist toll. 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Yo! Und wir sind oben. Wir sind im Orbit. Er lädt immer ziemlich lange. Das finde ich ein bisschen schwierig. Man
man kann es nicht beschleunigen. Das geht einfach nicht. Man muss immer so viel zwischenladen. Das geht aber nach einer Zeit besser. Jetzt muss ich erstmal die ganze Grafik laden. Und jetzt ist er fertig. Ja, das erste Mal dauert es immer ein bisschen. Aber die Grafik ist schon echt geil. Jetzt sind wir nämlich im Orbit. So. Das hier ist unser Schiff, das sich so dreht. Das war jetzt absichtlich so. So. Das ist wie so ein Navigationspfeil beim Navigationsgerät. So. Wir umkreisen jetzt die Erde im Orbit. Die Quest ist, wir müssen zur Schiaparelli-Bergbaukolonie auf dem Mars, die wir, um die exotische Materie zu holen, die wir für den Sprung benötigen. Okay, wir müssen jetzt zum Mars fliegen. Hier ist die Erde. Wir könnten jetzt hier landen, aber das gehört nicht zum Tutorial dazu. Das ist ein Schwachsinn, weil, ja, es gibt zwar Eisen und Wasserstoff auf dem Planeten, aber das können wir jetzt nicht fördern. Geht erst später. Hey Nachtspion, servus! Du bist leider auch gleich nochmal AFK, in 10 Minuten oder so bin ich da. Alles klar, Nachtspion. Dann bis gleich. Bis dahin labere ich einfach mal. Also hier könnten wir eigentlich, das wäre eigentlich die normale Ansicht für einen Planeten zu erkunden. Das geht aber jetzt nicht hier. Weil das ist unser Heimatplanet. Aber wir gucken jetzt mal weiter. So. Hier, das Sol-System. Unser Heimatsystem. Hier ist die Erde. Ja, sie ist nicht in der Mitte. In der Mitte ist nämlich die Sonne. Ne, Schmarrn. Weiß man ja. Hier ist die Erde. Hier ist der Mond. Das ist... Was ist das? Oh Gott. So schlecht. Was ist denn das? Oh Gott, was kommt nach dem Mond? Wird's peinlich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier ist der Mars. Da müssen wir hin. Das ist so rot. Und wir können jetzt die Schwerkraft nutzen, die vom Planeten ausgeht, und können uns rüber katapultieren, weil wir brauchen Treibstoff. Das macht die NASA auch immer so. Wir brauchen Treibstoff und wir nutzen den Schwung vom Planeten aus. Die Anziehungskraft vom Planeten nutzen wir aus und katapultieren uns ein bisschen raus und hetzen gleich rüber zum Mars. Jetzt habe ich so lange gearbeitet, jetzt müssen wir noch kurz warten. So, wir werden jetzt hier gleich Gas geben. 3, 2, 1, los. Yeah. Und raus hier. So, wir fliegen jetzt mal kurz beim Mond vorbei. Nee, scheiße, ich hab falsch geschaut. Oh Gott, ich hab falsch geschaut, das war nicht die Erde. Oh Gott, Moment. Ich hab falsch geschaut. Wir waren ja hier. Moment, ich zeig's gleich, wenn ich uns stabilisiert hab. Wir müssen bloß kurz auf der Umlaufbahn, die nicht so, nicht so schwierig ist. So, jetzt sind wir auf ordentlichen Umlaufbahn. Hier waren wir bei dem grünen Planeten. Warum ist denn die Erde grün? Ich dachte, normalerweise ist es immer blau. Egal. Auf jeden Fall waren wir ganz woanders. Und wir müssen zum Mars. Immer noch. Wir sind jetzt hier auf der rechts. Oh, das sieht man gar nicht im Stream. Ich muss mal den Stream umbenennen. Genau, sieht man nicht. Danke, Bernie. Ich muss mal kurz hier den Stream ins Fenster nach unten schieben. Webcam. So, ab nach unten. So. Wir machen das so. Das hier ist unten eigentlich nur die Steuerung, die ist eigentlich nicht so wichtig. Die überdecke ich jetzt mal. So. Ja. Jetzt sieht man es. Okay, hier ist das Sol-System auf der rechten oberen Seite. Wir machen jetzt eine kleine Runde. Wir sehen gleich den Mars. Ich muss kurz den Nachbrenner zünden, weil sonst komme ich hier auf Kollisionskurs. Alles gut. Alles gut. So, und jetzt müssen wir abbremsen. Wir sind schon am Mars. Boah, abbremsen, 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 abbremsen. So. Ja. Und jetzt gehen wir in den Orbit. Ah, wunderbar. Bisschen im Orbit. Es gibt auch bei dem Spiel einen Autopiloten. Wenn man hier nahe zum Planeten kommt und einigermaßen eine runde Umlaufbahn hat, dann kann man auf Leertaste drücken. Und dann kann man nämlich die Umlaufbahn stabilisieren. Und dann geht er in den Orbit. Dann fliegt er in den Orbit rein. Und dann hat man hier diese Ansicht.
Wir haben jetzt schon echt viel Treibstoff verbraucht. Man sieht es hier unten, links unten. Das ist schon echt viel verbraucht. Aber ich glaube, wir werden jetzt edler aufladen. Auf jeden Fall hier haben wir noch die exotische Materie, diese drei roten Kanister. Die sind komplett leer. Deswegen sind wir jetzt hier auf Mars. Auf Mars gibt es nämlich unsere exotische Materie. Die werden wir jetzt gleich aufgefüllt bekommen. Und dann geht's ab. Also hier sieht man auch Mars, Missionsprognose, harmlos. Ja, man könnte jetzt hier landen. Das machen wir jetzt auch gleich. Oberflächentyp, Fels, Gravitation gering, bla bla bla. Alles ganz harmlos. Und hier sieht man auch den Einsatz von der Außenhülle vom Landemodul, den Piloten und wie er ist, ob er okay ist und so. So, Awesome Dude, sorry, ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist. Entschuldigung. Awesome Dude, servus übrigens. Das Spiel habe ich auch auf meiner einäugigen Liste. Was ist denn eine einäugige Liste? Aber, Dude, hol's dir. Bei Kinguin. Bei Kinguin gibt es für 15,80 € oder so. Das ist kein Geld. 15,80 € dafür ist wenigstens ein top aktuelles Spiel, das auch nicht so ressourcenfressend ist für den PC. Macht halt schon Spaß. So, wir landen jetzt mal hier, bevor ich jetzt weiter labere. So. Der Landemodul. So, und wir treten ein in die Atmosphäre. Wir müssen gegensteuern, sonst zerschellen wir auf der Oberfläche. Der Mars, der ist eigentlich ganz cool. Der hat nicht so viel Anziehungskraft. So, die rote Bereich da unten, wo müssen wir landen. Wir müssen etwas gegensteuern. Ein bisschen Wind geht normalerweise immer. Das ist immer das Schwierigste. Gehst du? Okay. Ja. Ah, ja. So, hier vorne geht jetzt weg. Ich streame jetzt alleine. So, hier sind wir. Ist nicht so einfach, wie es ausschaut, aber super geil. Zack. Yeah. Punktlandung. Super. Also jetzt sind wir gelandet auf der Marsstation. Beim Landen sind wir darauf an. Also wenn jetzt so Planeten schwierige Bedingungen haben, dann ist es wirklich echt schwer zum Landen und Ressourcen zu bergen. In dem Fall geht's jetzt. Das Spiel ist im Vergleich zu deinem Mikrofon ziemlich laut. Oh, schon wieder. Sorry. Wir machen das gleich mal. Gesamtlautstärke hier. So, oder? So. Ich glaube, so ist besser. Ja, ich habe das meistens immer ziemlich laut und da muss ich immer am Anfang korrigieren. Ach ja, ich weiß schon wieso. Ich habe auch bei OBS normalerweise immer etwas nach unten gestellt. So. Jetzt habe ich es etwas leiser gestellt, jetzt glaube ich geht's. Aber danke Dude für den Hinweis. So, wir sind jetzt hier auf dem Mars. Wir können jetzt hier, das sieht man jetzt nicht mehr, mit W, Taste W, kommen wir jetzt besuchen, das machen wir jetzt auch. Willkommen auf dem Mars, IASA. Wir haben hier frisch aufgebrühte Antimaterie für euch. Bereit für den Transfer? Das ist die Miri. Ah, die Miri redet mit uns. Ah, okay. Cool. Ja, also wir nehmen auf jeden Fall eine komplette Füllung gerne mit. Ein großer EM-Kanister für den Sprungantrieb. Den brauchen wir unbedingt. Transfer abgeschlossen. Einen Moment noch. Ja, wir haben hier noch ein Geschenk für euch. Der Boss will, dass ihr unseren neuen Schildgenerator-Prototypen da draußen ausprobiert. Der sollte sich problemlos einbauen lassen und schützt euch gegen Energiestöße. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ein experimentelles Schild. Element. Bringt uns was Schönes mit. Schiaparelli out. Okay. So, jetzt müssen wir in den Orbit zurückkehren. Da steht es auch nochmal. Wir müssen in den Orbit zurückkehren. Die Antimaterie in den Sprungantrieb füllen und den Schild installieren. Dann machen wir das mal. Vollgas! Das sieht echt geil aus. So. Jetzt lädt er wieder etwas. Ja, das dauert so ein paar Mal. Dann hat er die ganzen Planeten geladen. Dann geht's schneller.